Servus, liebe Freunde von Mi Piace. Wir sind wieder mal im Wienerwald unterwegs mit einem unserer liebsten Bikes, zumindest eines meiner liebsten Bikes, nämlich der Moto Guzzi V85 TT E5 Plus. Muss ich auch dazu sagen, es hat Updates gegeben bezüglich Abgasnorm. Flo, mein Moto Guzzi Spezialist, erzähl uns was über den Motor, der ist ja neu gemacht worden. Der ist neu gemacht worden. Die neue V85-Reihe ist die erste V85-Reihe mit diesem Motor. Ja. Er schaut noch immer genauso gleich aus, also der längst liegende V-Motor. Diesmal mit 850 Kubik, 80 PS, 83 Newtonmeter, variable Ventilsteuerung. Die ist ganz neu, gell? Die ist ganz neu, ja. Die macht das Fahren auch ein bisschen noch smoother. Da passt sich der Motor quasi ans Fahrverhalten an. Ja, ich finde, dass er super gut fahrbar ist. Smooth, man hat gutes Drehmoment, das mag ich bei den Guzzis, ja. Dass man bei 2000 einfach aufdreht und dann böllert man hinaus und dann kriegt man dann noch seinen zweiten Wind oben, gell? Wenn sie dann wirklich dreht, dann beißt sie an und also ich finde, dass sie super geht, ich brauche nicht wesentlich mehr am Power bei diesem Motorrad, weil das ist eben ein Touring-Motorrad, ein Adventure Light, sagen wir mal so. Aber es sind gewisse Dinge drauf, die es eben möglich machen, mit der TT auch ein bisschen ins Gelände zu gehen. Wir haben ein paar Details. Wir haben ein verstellbares Fahrwerk, finde ich wichtig, wenn man mit Gepäck oder mit Sozius oder Sozia unterwegs ist. Das ist einmal Punkt Nummer eins. Wir haben eine andere Bereifung. Wir haben den Anarchy Adventure drauf. Der ist zumindest ermöglicht, Schotterwege, leichtes Gelände zu fahren. Also den Erzberg kann man mit der jetzt, so wie sie da steht, nicht drauf fahren, aber du kannst auf jeden Fall problemlos auf Waldstraßen, auf Schotterstraßen. In Griechenland zum Strand runter, solche Geschichten. Unbedingt, und dafür ist sie gemacht. Und ich finde, dass sie genau für diese Dinge so super gemacht ist. Du fährst das ganze Jahr in der Stadt, ja. Dann nimmst du deine Freundin, ja, wir haben einen Gepäckträger drauf, ja, das heißt, du kannst Koffer montieren, du fährst auf Urlaub, du kannst die Strecke nach Italien oder zur Fähre relativ locker fahren. Weil du eben sagst, du fährst das Ganze in der Stadt, sie ist halt nicht so wuchtig gebaut wie andere Adventure-Tourer oder sowas, stimmt. Dass du jetzt nicht sagst, ich fühle mich unwohl, wenn ich im Feierabendverkehr oder im Morgenverkehr fahre. Mit der fahrst du problemlos auch halt, wenn halt wirklich viel Verkehr noch ist. Stimmt. Sie ist trotzdem, trotz ihrer Größe wendig, sie ist spritzig. Sie ist nicht so schwer, wenngleich. Jetzt haben wir nochmal nachgeschaut beim Gewicht, 226 hat sie. 226, ja. Mit Flüssigkeiten, weil ja Moto Guzzi angibt, für die 209 Kilo ohne Flüssigkeiten. Präferenzen, ja. Was dazu spricht, dass sie halt quasi fürs Gelände gemacht worden ist oder halt fürs Touren, ist diese wunderschöne neue Lackierung, wo das V85-Logo quasi oversize am Tank ist, der wunderschön rot lackierte Rohrrahmen. Das ist einfach, der sticht heraus, das macht das Motorrad noch hübscher. Und, das gehört Österreich Edition sozusagen. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Also man ist ja auch ein bisschen eitel, was das betrifft. Und wenn ein Motorrad noch so eine schöne Lackierung hat, setzt man sich noch lieber drauf. Also für mich ist die TT die harmonischste Ausformung. Sowohl preislich als auch ausstattungsmäßig verstellbares Fahrwerk. Wir haben da auch ein verstellbares Windschild. Wir haben die Gepäckmöglichkeiten drauf. Sie ist einfach stimmig und auch im Fahren einfach ein rundum sorglos Paket. Genau, wir haben die vier Fahrmodi. Wir haben Regen, wir haben Straße, wir haben Sport und wir haben Offroad. Vielleicht zum Motor noch zu sagen ist, obwohl es bei Moto Guzzi eigentlich schon selbstverständlich ist, ist, dass halt dieses eingespielte Team zwischen dem längsgelegten V2-Motor und der Kardanwelle sich jetzt schon etabliert hat. Bei Moto Guzzi schon jahrelang bei allen Modellen funktioniert. Keine Wartung.
Kein Gefrett. Mit der Kette. Ja, genau. Mit der Kette. Das ist halt schon ein Punkt für die Leute, die weiterfahren wollen, der erschlagend ist. Über den Preis haben wir noch nicht gesprochen. Erzähl mal, was kostet? Der Preis für die V85 TT, so wie sie da jetzt steht, ist 13.999 Euro. Ja. Das heißt, es liegt durchaus im Rahmen des Möglichen, wenn man sich die direkte Konkurrenz anschaut. Nicht zu billig, nicht zu teuer. Ausstattung haben wir alles drauf, was wir brauchen eigentlich. Ausstattung oder? Haben wir drauf, was wir brauchen. Wie gesagt, es gibt optional so viele Sachen wie Sturzbügel, wie Seitenkoffer, wie ein Topcase, wie eine Gepäcktasche hinten. Lässt sich alles relativ einfach montieren. Weil alles schon eingebaut ist. Auch wie von Moto Guzzi schon quasi gewohnt, dass du halt quasi Plug-and-Play-Sachen hast und nicht irgendwie was großartig herumschraufen musst. Das heißt, die Koffer hast du in 2 Minuten oben, in 2 Minuten unten. Topcase drauf und ab geht's. Mhm. Ja. Kaufen und nicht kaufen. Wenn ich auf der Suche nach einem sportlichen Tourer bin, der halt wirklich schon mehr ins Touring geht und nicht so sehr ins Sportliche, warum nicht? Sehe ich genauso. Also für mich ist sie eindeutig kaufen. Und wenn man schon mal eine V85 gehabt hat oder eine V85 TT gehabt hat, weiß man, was man hier hat. Und Leute, die halt schon 20.000, 30.000 Kilometer mit ihrer herumgefahren sind, können aufs neue Modell umsteigen und werden genauso begeistert sein wie beim vorigen Modell. Das auf jeden Fall. Wenn nicht sogar mehr, weil halt, wie gesagt, das ist die modernste V85 TT, Kurven, ABS, alles Mögliche. Spielt alle Stücke. Flo, danke für deine unerschöpfliche Expertise. Ich glaube, wir sind ziemlich einig in unserer Meinung. Das ist ein gutes Motorrad. Danke dir.